Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wild West Dynasty. Du bist auch nicht Karen. Ich suche Karen. Sie ist beschäftigt. Auch du bist nicht Karen. Das sind alles irgendwelche Nebenquests. Ich würde jetzt auch gerade mal Karen. Wo ist Karen? Da müsste die sein. Das heißt, ich muss mich dahin drehen. Laufe ich in die... Oh. Hier ist Karen. Guten Tag, was für ein schrecklicher Gestank hier. Das Färberhandwerk ist ein ziemlich harter Job, nehme ich an. Man hat mir gesagt, sie kaufen Agaven. Ja, hallo. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, das bin ich. Ed hat mir gesagt, dass sie Agaven kaufen. Und was für ein Zufall. Ich habe ein paar Agaven dabei. Wie viel würde ich dafür bekommen, Miss... Nenn mich Karen. Ich kann den Dollar für jede geben. Ehrlich gesagt, Ed hat mir schon gesagt, Karen. Ich wollte nur höflich sein. Das klingt gut. Fein, aber wenn du schon da bist, könntest du etwas für mich tun? Hängt von ab. Im Moment fühle ich mich etwas arm. Was würdest du denn dafür bezahlen? Ich gebe dir noch einen Dollar dafür, wenn du es machst. Worum geht's? Es ist eine einfache Arbeit. Du müsstest den Inhalt von ein paar Nachttöpfen der Bewohner vom Taxation für mich einsammeln. Ich brauche den Inhalt zum Färben, wie du siehst. Oder riechst. Berg. Abartig. Ja, aber gutes Geld für eine kleine Runde. Nur ein paar Häuser besuchen. Gut, ich bin dabei. Ich bin jung und brauche das Geld. Das ist die richtige Einstellung. Geh zu Mark Harrison, dem Schreiner. Nicolette McClaxy und Shane McRowan. Sammle ihre Pötter ein. Nur die Püsse. Nichts sonst. Diese Leute helfen mir oft und wissen, wie man sein Verstand. Ich bin so gut wie zurück. If there ever told you it's just one step from survive to thrive, they lied. Dann lügen sie, okay. Es sind viele Schritte. Unterschiedliche Schritte. Sie sind nicht immer einfach. But they are always rewarding. Open your journal and decide at any time if you want to follow the main quest. Entertaining side quests or demanding... Achso, da kann ich... Hier, nicht hier. Hier kann ich auswählen, welche Quest ich machen will. Das sind abgeschlossene Quests. Neueinkömmling. Was fehlt da noch? Sprich mit Mark Harrison. Aktive Quests. Abgeschlossene Quests. Okay. Dann sprechen wir mit Mark Harrison. Da muss der sein. Hi Mark. Sie müssen Mr. Harrison sein, richtig? Ja, bin ich. Was kann ich für dich tun? Oh, Karen schickt mich. Ich brauche... Ah, ist drin. Hol's dir. In Ordnung. Vielen Dank, der Herr. Da drin? Ah ja. Okay. Sprich mit McClaxy. Da müssen wir hin. Bist du mir Klaxi? Nö, da hinten, sie ist es.
So. Hallo, jemand zu Hause? Ja, Schätzchen, hier bin ich. Sie müssen Mrs. McCluxy sein. Karen schickt mich um. Oh, Karen kommt heute gar nicht selbst? Nein, für heute hat sie einen anderen Dummen gefunden. Nun, der Nachttopf ist auf der anderen Seite vom Haus. Ich gehe und hole ihn mir. Vielen Dank, Ma'am. Es wird dunkel. Mir wird kalt. Sprich mit Shane. Da hinten ist Shane. Hallo. Hallo? Da lässt sich wohl nichts machen. Er ist so betrunken. Ich nehme einfach seinen Pott und weg bin ich. So. Bring Karen. Das kriegen wir hin. So. Ich bin zurück, Karen, aber verrate mir, wie hält der Hund diesen Gestank aus? Muski? Er hat schon lange Sinn und Verstand verloren. Keine Sorge. Er schnüffelt. Bei jedem Hund läuft's mal rund. Da hast du wahrscheinlich recht. Hier ist eine Bezahlung für eine kleine Eimerrunde. Besten Dank nochmal. Jetzt weiß ich, wer mir helfen kann. Eigentlich wollte ich mich allmählich auf den Weg nach Hope machen. Ich nehme an, du weißt, wie ich dorthin komme? Natürlich weiß ich das. Zumindest in der Theorie. Was meinst du damit? Es sollte nicht weit von hier sein. Nun, das ist es auch nicht, aber es führt kein Weg dorthin. Im Moment jedenfalls nicht. Warum nicht? Naja, der Weg, der dorthin führt, ist über eine Brücke, südlich Hancocks Höhle. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Aufzug ins Tal runter. Der ist kaputt. Ein Aufzug? Hier draußen? Ja, sicher. Groß genug für eine Kutsche, wenn er denn funktioniert. Ich habe gehört, dass schon jemand draußen ist und versucht, ihn zu reparieren, aber bisher ohne Erfolg. Das werde ich mir ansehen. Okay. So, wir brauchen, glaube ich, ein Lagerfeuer. Wir müssen ein bisschen was essen. Kann ich hier ein Lagerfeuer machen? Ich habe ein Lagerfeuer, oder? Campfire. Sehr schön. So, wir können herstellen. Könnten Hasenfleisch herstellen, wenn wir welches hätten. Aber egal. Wie spät haben wir denn? 22 Uhr. Kann ich mich irgendwie schlafen legen? Oder muss ich jetzt hier am Feuer warten, bis... Dings vorbei ist. Ach, ich habe ja ein Zelt. Stimmt ja. Ich esse gerade mal einen Happen. Haferkeks essen. Oh, Vergiftung. Beeren. Dose mit Bohnen. Feldflasche braucht man nicht. Was war das jetzt? Okay. Dahin, da runter und dann darum.
Das war jetzt merkwürdig. Warum bin ich... Ich muss, glaube ich, nochmal ein Feuerchen machen. Wobei, wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich auch das hier drinnen nutzen. So, und Zelt habe ich doch auch eines. Schlafen. So. Ich kann das gar nicht mehr mitnehmen. So, wir haben 6 Grad. Ach, der kleine Pfeil ist das. Also noch haben wir einen Tag. Nee, schlafen will ich nicht. Ich würde es wenn dann wieder mitnehmen wollen. Geht aber nicht. Gut. Also so Agaven sind doch gut für die Heilung, ne? Habe ich noch welche? Ja, ich habe sie ja nicht verkauft. Wie kann ich denn da was mitmachen? Gar nicht. So. Durst haben wir nicht, aber Hunger. Cracker. Warum gibt es immer Vergiftung? Ach, deswegen bin ich gestorben. Noch den Heiltrank. Flasche Whisky. Ich hatte doch einen Heiltrank. Nee, ich kann einen herstellen. So rum. So. Nee. So, jetzt haben wir. Wenn ich ihn finde. So, ist immer wieder gesund. Ja, ich weiß nicht, warum ich nichts essen kann. Das ist mir gerade noch ein absolutes Rätsel. Aber gut. Das heißt, wir müssen noch mehr Agaven finden, ne? Da kann ich einen Baum fällen. Ach so, nee, das ist die Schule. Muss ich bis dahin? Ich muss jetzt mehr da. Ah, genau, da ist die Farm. Und das muss ich dann da ums Eck. Sind wir hier richtig? Sind wir, würde ich sagen. Dann können wir hier nebenbei auch nochmal die Aufgaben lösen und... Abends müsste es ja noch Agaven geben, oder?
Oder? Ach, das sind wieder Berries. Den kann ich nicht fällen. Den aber. So. Da ist noch... Wow. Ja, ist noch Early Access, darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Tja. Keine weiteren Agaven hier. Doch, hier sind wir richtig. Das ist ein Reh. Okay. Wie oft kann ich das jetzt machen? Soll das so sein? Ich glaube nicht. So, den nehmen wir mit. Ja, wie das mit dem Essen funktioniert, das würde mich auch noch interessieren. Weil alles, was ich esse, vergiftet mich. Wir müssen da lang. Oh. Kaffee, Gin. Ist der richtige Weg? Wir sollen denn hier Wagen lang kommen? Wenn ich das mal so fragen darf. Ach, das ist diese ominöse Brücke. Okay. Hi Roger. Haben Sie gerade den Aufzug benutzt? Tja, ich wünschte, aber das verdammte Ding ist kaputt. Ich muss runter zu meinem Hof, aber sieht so aus, als würde ich hier erstmal festhängen. Können Sie ihn nicht reparieren? Ich kann zwar fast alles reparieren, wenn ich es verstehe. Und du musst verstehen, dass dies der Aufzug von O'Brien gebaut wurde, kurz bevor ihm das Licht ausging. Er war ein Bastler, ein Schmied, Alchemist, Schreiner und komplett durchgeknallt. Aber was er gemacht hat, hat funktioniert. Wäre es in Ordnung, wenn wir uns das gemeinsam ansehen? Ich habe ein paar Bücher über Mechanik und Motoren gelesen. Vielleicht kann ich es herausfinden. Sicher, warum nicht? Komm mit. Kiste. Oh. Cash. Cash ist immer gut.
Bretter und Nägel. Tea Leaves Cache. Oh. Corn Pie. Kann ich das essen, ohne dass ich mich vergifte? Geh zum Aufzug. Ach, das ist ja gar nicht. Mit Roger. Gut, jetzt spuck's aus. Warum starrst du mich die ganze Zeit an? Hab ich was am Rücken oder hast du noch nie einen richtigen Pionier gesehen? Moment. Nein, Sir, es ist nur, sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Oh, das habe ich schon. Ich bin Ed Hancocks untergekommen. Es ist nur so, dass ich das Gefühl habe, wir würden es irgendwo erkennen. Ich habe mir eingeprägt, wie sie laufen, damit ich... In Ordnung. Machen wir das hier. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber ich kann dir versichern, dass ich dich nie zuvor gesehen habe. Woher kommst du? Charleston? Philly? Nein, du siehst mehr aus wie ein New Yorker. Ich komme aus New York. Siehst du, Kleiner, und deshalb bin ich so verdammt sicher. Ich war nie weiter östlich als Missouri. Das Bild. Du bist der Mann auf dem Bild. Du bist Roger. Was wird hier gespielt? Wer hat dich dazu angestiftet? Niemand. Das ist, Sir, das ist kein Spiel. Ich habe das Bild hier. Das bist du, oder nicht? Ja, das bin ich. Aber wo zum Teufel hast du das her? Du hast es geklaut, du Kleines. Ich hab's nicht geklaut. Es gehört mir. Meine Mutter hat es mir gegeben. Schau. Schau genau hin. Das Kind auf ihren Arm. Das bin ich. Wie? Wie alt bist du noch gleich? Ich bin 20, also fast 20, in 2 Monaten und das bist wirklich du? Das sage ich doch, hier ist das Bild, das bin ich, meine Mom, mein Dad und du. Jack und Jacqueline, deine älteren Geschwister, ja, ich weiß, hör zu, Kleiner, dein Verlust tut mir leid. Ich weiß, dass du deinem Vater nicht sehr nahe gestanden hast, aber die Nachricht vom Tod hat dich sicher trotzdem getroffen. Es ist nie leicht, einen Elternteil zu verlieren. Beide. Was? Was ist mit deiner Mutter? Banditen haben sie erschossen. Wir waren auf dem Weg nach Hope, als sie überfallen wurden, und sie sorgte dafür, dass ich es schaffe. Ich habe sie in Hancocks Höhle begraben. Sie sagt, es wäre ihr liebster Ort auf der ganzen Welt gewesen. Das hat sie gesagt? Also, du hast dich gut geschlagen, Kleiner. Und ich trauere mit dir, ehrlich. Deine Eltern waren mir wichtig. In meinem Haus bist du also immer willkommen und an meinem Tisch. Wir bringen dich wieder ganz auf die Füße und dann finden wir diese Bastarde, die deine Mutter umgebracht haben. Aber zuerst... Zuerst? Müssen wir wohl den Aufzug reparieren. Untersuche... Sprich mit Roger, okay? Also, was den Aufzug angeht... Bockiges Biest, aber sehr nützlich, wenn er funktioniert. Du benutzt ihn häufig, oder? Das stimmt. Solltest du da nicht wissen, wie man ihn repariert? Pass auf, Kleiner. Ich kann fast alles in und um mein Haus herum reparieren. Aber ich kann einen Viehzaun und 1000 Horns ziehen und sie bleiben. Aber das hier? Du hast keine Ahnung, wie er funktioniert, oder? Ich meine, du kannst ihn bedienen, aber du verstehst die Mechanik nicht. Wenn es eine Kutsche mit Pferd oder Ochsen heben kann, du weißt nicht, wie es... Das verstehe ich. Man kann einen Zug nehmen, ihn vielleicht sogar fahren, ohne zu wissen, wie die Dampfmaschine funktioniert. Das machen wir. Ganz genau. Ich meine, ich kann ein Seil oder ein Brett ersetzen, aber die Mechanik hinter allem... Edgar O'Brien ist der Einzige, der sie versteht. Er hat das verdammte Ding konstruiert. Weißt du, ich habe ein paar Bücher... Ja, das weiß ich. Gern, ich halte dich nicht auf. Müssen wir uns schon wieder anschauen. Das war jetzt den Aufzug untersuchen. Okay. Also, was den Aufzug angeht, wir sind ein bisschen abgehoben, habe ich den Eindruck. Wir müssen ihn wieder ans Laufen bringen. Ideen? Wir brauchen ein Zahnrad mit einem Durchmesser von 10 Zoll und 32 Zähnen. Mehr als das im Grunde ist es gar keine so komplizierte Konstruktion. Ich könnte sie sogar noch verbessern. Nötig ist es aber nicht. Mit einem Zahnrad ist ein Durchmesser von... Machen wir das. Ach komm, du Angeber. Halt mich nicht zum Narren. Du hast also gerade...
Das auch nicht einfach mal so eben herausgefunden. Also wo bekommen wir ein Zahnrad? Ideal wäre eines, das aus Messing gegossen wurde, aber das können wir vergessen. Ich könnte eins aus dem dicken Brett machen, aber nicht mit meinem einfachen Werkzeug. Wir brauchen einen Schreiner. Pech, ich kenne einen Wayne. Nicht der angenehmste Kerl hier und ich habe auch keine Ahnung, wo er sich herumtreibt. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Die da wäre? Weiter nördlich gibt es ein Holzfällerlager, im Wald nahe Taxation. Ich wette, die Holzfäller haben ordentliche Werkzeuge und das können wir brauchen. Ist ein ziemlicher Weg bis dahin. Das stimmt, aber du hast recht, wir brauchen ein Zahnrad. Meine Füße sind alt und müde. Deine dagegen? Schon gut, ich bin schon unterwegs. Das hatten wir alles schon geholt. Da war nichts drin. Finde das Holzfällerlager. Ich würde immer noch gerne was essen. Tee. Butterkeks. Ein Keks, das kann man kann ihn als Joe Biscuit. Maisbrot. Das kann ich essen. Warum das und den Keks nicht? Hundert von hundert. Ist doch okay. Ach, der Haferkeks hat null. Den Butterkeks kann ich essen. Könnte ich essen. Warum kann ich den nicht? Und den Cracker kann ich auch essen. Okay. 0 von 100, deswegen. Kann ich den noch verkaufen? Cracker hat auch 0 von 100, deshalb. Okay. Das war mein Problem. Einzig und allein das war mein Problem. Wo liegen wir eigentlich gewichtstechnisch? ...59, okay. Den hatten wir schon. Wo muss ich überhaupt hin? Nördlich von Taxation hieß es, ne? Oder ist aber sehr nördlich. Wir sind bei Tag 6. Okay. Ich glaube, ein paar haben wir auch noch. Ein paar haben wir noch. Ja, die Aufgaben waren bisher überschaubar. Also jedenfalls nicht so wirklich spannend. Also wir müssen einfach da hoch, ne? Ja. Da ist Taxation. Wir müssen aber hier weiter. Agaven hätte ich gern noch ein paar. Aber irgendwie ist der Bestand sehr überschaubar. Aber gut. Ja, und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann auch mal die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.